Hallöchen, meine Freunde, guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Nasch-Stream. Ja, da sitzen wir wieder, es ist Monatsmitte und ihr wisst ja, was das heißt. Die nächste Snackbox ist da, ich weiß auch noch nicht, aus welchem Land sie kommt, aber das finden wir jetzt raus. Hier nehmen wir, steht sie schon und wir machen sie auf. Sie ist anders verpackt als sonst. Nee, Schere nicht. Messer. Messerchen. Diesmal ist er unten zugeklebt. Messer wieder zumachen. Nicht, dass man es uns wieder ins Bein stecken. Hatten wir ja schon. So, und wir machen sie auf. Der monatliche Abenteuer beginnt jetzt. So, Special Box ist es diesmal. Aha, Special. Also quasi eine Überraschungsbox wahrscheinlich. Sieht fast aus wie Europa. Naja, schauen wir mal. Legen wir mal hierher. So. Fangen wir schon mal mit dem ersten an. Lace Babels. So, Chipskissen, so wie das ausschaut. Gusto Formaggio, scheint Käsegeschmack zu sein. Also es riecht sehr stark nach Käse. Mal schauen, wie sie schmecken. So schauen sie aus. Man hat sie ja schon durch die Tüte gesehen. Und wo bekommst du? Käse nicht, Paprika. Ja, Paprika. Ja, das waren die Popables. Von Lace. Legen wir mal beiseite. So. Sind da zweimal dabei? Hey, Liebesperlen. Liebesperlen. Oder Liebesketten. Die mache ich jetzt aber nicht auf. Wir alle wissen ja, wie sie schmecken. Davon habe ich zweimal. Einmal wahrscheinlich für den Hals. Und einmal wahrscheinlich fürs Handgelenk. Hallo Nero! So! Kellogg's Schokopops. Sind so Riegel wahrscheinlich. Wie die Knoppers Nussriegel zum Beispiel. Hallöchen Viktor! Auf und brechen ab. Schauen so aus. Von hinten so. Und essen es mal. Wie die Frühstücksflocken Choco, die Choco Crunches oder wie sie heißen.
Legen wir mal beiseite. Wir haben nämlich noch was. Dann haben wir dann dasselbe nochmal, aber diesmal mit Kellogg's Frosties. Diesmal noch Markensachen. Das ist ja sehr schön. Markensachen, die man kennt. Wir brechen uns davon natürlich auch eins ab. Sehen natürlich aus wie die Kellogg's Frosties. Milch unten drunter. Wo bekommst du? Sehr klebrig. Ja, schmecken wie die Kellogg's Frosties, nur halt ohne Milch. Also die Milchschokolade, ja, aber halt ohne Milch. Was ist denn da noch bei meinem Zimmer mit auf? Achso, da fehlt er. So. Rainbow Nerds. So, wo gehen die Gutsten auf? Ach ja. die sind ganz klein. Da muss ich mal die Kamera runterhalten. Die schauen so aus. Ziemlich klein. Und wo bekommst du? Ziemlich süß. Und dann muss ich aufrecht hinstellen. Das liegen sie bei mir auf dem Tisch. Und sehr süß. Ein bisschen so süß-sauer. Ja, ein bisschen süß-sauer. Süß und sauer. So ähnliche hatten wir auch schon mal, nur etwas größer. So. Was ist in diesem Monat los? Nur Markensachen, die man kennt. Dieses Mal haben wir schon wieder die Maltesers, um die es schon mal so oft hatte. Wer mich kennt, weiß, dass ich schon etwas öfters mal gesagt habe, oh, das schmeckt wie die Maltesers. Jetzt endlich mal das, was man kennt, Maltesers Biscuits. Wir machen mal auf. Riecht sehr nach Vollmilchschokolade. Wir kennen ja die Maltesers. Holen uns mal einen raus. Sind ein bisschen aus wie Hundeleckerli. Brechen eins ab. Sieht natürlich so aus. Sind Konstruktion, Konsistenz wie Keks, würde ich jetzt mal sagen. Ist es auch? Keksische Konsistenz. Ich gehe mal ein bisschen näher für den nächsten bisschen näher ans Mikro, dass ihr so hört, dass es ein Keks ist. So, leg mal beiseite. Habe ich schon mal gesagt, dass ich einen größeren Tisch brauche? Diesmal wird was zu trinken dabei. Eine Fanta.
Mango und Drachenfrucht. Autofokus. Mal oben ausmachen. Sieht so aus. Wir kosten mal. Die kann ich natürlich dann nachher nicht zurückstellen. Wir machen auf. Ja, riecht sehr lecker. Prösterchen. Pfirsich-Drachenfrucht. Schmeckt jetzt gar nicht mal so verkehrt. So. Ui. M&M's Biscuits. Autofokus ist heute mal wieder nicht mein Freund. Sind zwei. Sehen aus wie die Twix-Riegel. Autofokus. Machen wir mal oben aus. Wie man auch sehen kann, sind es zwei. Kriege ich die jetzt auf? Besser sehen. Nimm mal die Schere als Hilfe. Und sonst habe ich es nicht hier liegen. Geht auch nicht. Da war sehr viel Kohlensäure drin in der Fette. So, den einen gehen wir hier rüber. Den anderen erstmal, weil ich da schon reingeschnitten habe jetzt. In den Eimer. So schauen sie aus. Und wo bekommst du? Keks. Vollmilchschokolade. Die M&M's. Gleich Weibo. Wenn mich nicht alles täuscht, ein bisschen salzig. Weiko, es ist kein spezielles Land, es ist eine sogenannte. Ach, dieses Licht. Es ist eine Special Box. Diesmal war nämlich auch keine Karte dabei. So. Nehmen wir noch den anderen. So, das vorletzte ist Nestle Nesquik. Nur Markensachen heute. Nesquik Riegel mit Kekse. Sieht aus wie Oreo. Yep. Wir brechen mal in der Tüte. Hinten liest sie es Russisch. Machen wir mal so wie eine, ist wie eine Tafel Schokolade aufgebaut. So.
sehen natürlich so aus. Ich schätze mal wieder, das ist Vollmilch. Vollmilch. Milchschokolade. Und Schokoladenstückchen. Na, die Milchschokolade, in meinem Fall ist es nicht. Man kann es aber essen. Bevor wir das letzte essen, mal kurz was trinken. Also das, was in der Box war. So, und last but not least. Achso, nicht, hatten wir doch schon mal letztes Jahr. Duclesol Superman. Wie ich weiß, sind die einzeln verpackt. Raschel, raschel, raschel. Puh, was ist denn das? Das ist drin, in drin ist auch noch was. Ah! Innen drinne ist noch ein Aufklebetattoo. Sehr schön. Ein Aufklebetattoo. Sehr nice. Kleben wir mal so rein. Ja, kommen wir zu den Küchlein. So ähnliche hatte ich schon mal, aber in einer anderen Form. Da sahen sie anders aus. Wohlgemerkt, ich hatte die letztes Jahr, wo ich mit diesen Snackboxen angefangen habe. Ich hätte da noch irgendwo eine rumfliegen. Von diesen Küchlein. Damals waren sie mit einer rosa Glasur überzogen. Diese sind aber, wohlgemerkt, von unten mit Schokolade eingespritzt. Und naja, sind so fluffige Küchlein. Und wohl bekommst. Damals war es noch mit Vollmilchfüllung. Vollmilchfüllung. Küchlein. Sehr lecker. Wir nehmen den mal ganz raus. Schmeißen ihn ins Eimerchen. Oh, klebrig aber. So sieht er nochmal aus. Bevor ich einpacke, bin ich mal kurz weg dann. So. Sehr klebrig. Ich komme gleich wieder, meine Freunde. Ja, meine Freunde, ich muss mal kurz Hände waschen. Das war die Snackbox Spezial. Wohlgemerkt,
Ich mache euch nichts vor. Die Box ist leer. Falls ihr auch mal so eine wollt, könnt ihr ja, wenn ihr nochmal in das Video reinschaut, Autofokus. Danke. Könnt ihr mal die Internetseite, wenn ihr so erkennt, einmal rein. Nur gemerkt, das ist ein Abo-System. Ihr könnt es auch abonnieren. Autofokus. Danke. Ihr könnt es auch abonnieren. Bei Facebook, YouTube und Instagram. Ja, und dann packen wir wieder ein. So, wir hatten jetzt zum Schluss die Dulce soll Kühlschrank in Superman-Variante. Dann hatten wir die Nesquik. Ah, machen wir das Licht aus. Die Nesquik. Ja, alles schon geschafft. Na, Weiko, ich mache das jetzt schon seit über ein Jahr. Mein Magen ist das jetzt mittlerweile gewöhnt. So, dann hatten wir die M&M's Biscuit. Dann hatten wir die Fanta mit Pfirsich und Drachenfrucht. Die kann ich natürlich jetzt nicht einpacken, weil ich sie schon aufgemacht habe. Aber wir können ja nochmal vertrinken. Prösterchen. Schmeckt nicht verkehrt. Scheint eine französische Sorte zu sein. Sieht Saveur Mangue Food du Dragon. Also französisch oder spanisch. Dann hatten wir die Kellogg's Choco Pops. Also Cornflakes in Riegel-Variante. Kennt man hierzulande ja. Dann hatten wir die Kellogg's Frosties, auch in Riegel-Variante. Also es war dieses Mal kein Land oder Kontinent. So, dann hatten wir so Schupperschups Kätzchen. Die habe ich aber nicht aufgemacht. Weil wir kennen sie ja eigentlich. Sollte man kennen. Hängt man sich ja meistens so um und kann man dran rumknabbern, ne? Natürlich gab es die auch für das Handgelenk. Diesmal noch einmal Chips. Schade. Dann hatten wir die Lay's Popables. Kennen wir ja hier bei uns ein bisschen eine andere Variante. Ja, Weiko, du hast euch die Perlen gehabt als Kind immer und überall, ne? Ach, das lese ich jetzt erst. Ja, an den Karton steht noch dran. Wir lieben Süßigkeiten. Ich lieb's auch. So. Dann hatten wir die Maltesers Biscuits. Das sind... Die Maltesers kennen wir ja, wie ich ja schon des Öfteren schon zitiert habe. Aber dieses Mal war es mehr so, war es mehr mit Keks-Variante. Kennt ihr das, meine Freunde? Kennt ihr das, wenn man eine Box wieder einpackt und es war alles in der Box drin, aber man bekommt es nicht wieder so rein, wie es drin war? Habe ich nämlich jetzt gerade das Problem. So, und last but not least hatten wir die Rainbow Nerds. Da kann ich noch mal ein paar nehmen.
muss ich nur aufpassen, wie ich die hinlege. Die sind nämlich ziemlich klein. Muss ich nochmal die Kamera unterhalten, weil ich kann sie nicht in die Kamera halten. Sah natürlich so aus. So, wo bekommst du? War mir gesagt zu sauer. Was knistert da ein bisschen auf der Zunge? Zu sauer. So ähnliche hatten wir auch schon mal gehabt. Nur etwas größer. Und beiförmiger. Ja. Das war die Special Box. Hier steht drauf, wir können nicht nur andere Länder, wir können sogar ganze Kontinente. Und genau deshalb kommt unsere neue Panache, die Weltbox, aus Europa und bringt euch die besten Snacks und Süßigkeiten dieses Kontinents zu euch nach Hause. Hier sind ein paar spannende Infos zu Europa. Machen wir mal ein bisschen angemacht. Steht immer was Interessantes drin. Und ja. Dann wären wir auch schon wieder durch. Meine Freunde. Und ja, falls ihr Lust habt, um 8 ist wieder The Last of Us angesagt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da A wieder einschaltet. Und oder ansonsten bis zum nächsten Mal Snacktime. Euer Saldita. Ciao.